Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, jetzt hier beim endgültig entbrannten Kampf der Kelten. In der letzten Folge habt ihr am Ende unsere erste echte Konfrontation gesehen, hier in der Bretagne, bei der Gaius Julius Caesar sicherlich eine ganze Menge über Averner gelernt hat. Grüß dich. Ja, grüß dich, Mörb, und auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Das war auf jeden Fall eine lehrreiche Stunde, die uns leider eine ganze Armee hier weggemacht hat, und der Feind hat ja so gut wie nichts verloren. Es war einfach nur dramatisch. Wir hatten kein gutes Gelände, waren in Unterzahl, er hatte die besseren Rüstungen. Das ist sehr unglücklich. Die Frage ist jetzt nur... Ich fand's cool. Ja, das glaube ich dir. Die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir damit um? Ich bin ein bisschen unentschlossen, was wir jetzt so machen. Wie gehen wir damit um? Das bringt dich doch nicht um. Was machen wir denn da jetzt? Erstmal bist du ja sowieso noch dran, fällt mir gerade auf. Ich weiß. Was möchtet ihr besprechen? Okay, aber das ändert sich jetzt gleich. Gleich bist du dran. Ja. Ha, wir hätten wirklich auf bessere Zeiten warten sollen, Leute. Die bessere Situation. Wenn er im Krieg gewesen wäre. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er so Ewigkeiten nicht mehr im Krieg ist, und ich dachte, seine Armeen sind in den... Er hat die ganze Zeit von den Alpen gesprochen und ich dachte, ja, die Alpen sind so weit weg, aber am Ende ist es doch ein Katzensprung. Mm. Das darf man nicht unterschätzen. Krieg ich das hin? Das wäre ziemlich witzig. Schade, hast du Glück gehabt. Okay. Hab nicht genug Geld, um noch jemanden in den Krieg gegen dich zu holen. Oh je. Oder warte mal, geht das mit denen? Das wäre voll krass. Dann hättest du echt Probleme. Hoffentlich nicht. Ich meine, die sind der Meinung, dass ich stinke. Aber das ist gut. Ich unterstütze diese Meinung. Dann werden sie es das nicht machen. Okay, egal. Dann bist du jetzt offiziell dran. Ach nee, warte mal, ich habe noch irgendwo ein Level-Up, so wie es aussieht. Hä? Was war denn das für eine komische Warnung? Neil, was ist los? Ich hoffe doch nichts. Ach so, ich kann einen Erlass jetzt, ach so, ja, das macht Sinn. Ach so, weil Celtica wahrscheinlich deine eine Erlassprovinz war, oder? Exakt. Aquintanien, hast du das vollständig? Ja. Dann habe ich dir doch einen Gefallen getan, oder? Wenn du da vorher noch nicht dran gedacht hast, dass du den Erlass von Celtica nach Aquintanien änderst. Ja, der ändert bloß nicht so viel. Naja, Aquintanien ist doch viel reicher als Celtica. Ja, aber eigentlich brauche ich da einen anderen, aber egal. Ach so, verstehe. Brauche ich das da noch rein? Okay. Okay. Gut, wir haben wenigstens immerhin wieder Geld. Und es gibt einen Aufstand in der Hauptstadt, sehr gut. Und ich möchte nur mal ganz, ganz kurz sagen, ne, du hast jetzt gerade eben gegen die frisch ausgehobenen Armeen gekämpft. Die anderen beiden da, ja, das sind die Pros. Ja, habe ich im Hinterkopf. was machen wir denn jetzt hier? Aufstand, öffentlich anklagen, und Privatanklagen, Aufstand. Um dich noch mehr zu verunsichern, jetzt bin ich gespannt, ob, also je nachdem, wie du reagierst, ob ich dir noch was beibringen kann. Oh je. So, Do's and Don'ts in Total War. Okay. Es ist immer gut, den Gegner zu demoralisieren. Ja, ich merke das schon, das kann Mörb hervorragend, muss ich sagen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, öffentlich anklagen, Privatanklagen, Aufstand, Niederschlag. Ich würde mal sagen, wir machen das mal privat. Oh Gott. Das ist auch nicht gut. Und ein ehrenhafter Tod. Das war mein General, genau.
Ja, unsere Fraktion ist merklich geschrumpft. Kann die heiraten eigentlich? Das wäre jetzt mal gut. Ja. Gut. Weißt du, was ich witzig finde, dass du tatsächlich mit so vielen Kavalleristen herkommst, obwohl du eigentlich weißt, dass ich 4 Speerträger pro Armee habe. Ja, das ist richtig. Das Problem ist, dass ich spiele gerne mit Kavallerie, aber ich muss mir das eigentlich wirklich abgewöhnen, weil du sehr gut darauf reagierst. Und du hast ja selbst auch Kavallerie, die nicht schwach ist. Und natürlich deine Speerträger, richtig? Ja, also ich mache Ja. eigentlich quasi das, was Gaius Julius Caesar gegen Pompeius gemacht hat. Ich kombiniere Infanterie mit Kavallerie in den Kämpfen. Das Problem ist nur halt, deine Bogenschützen sind auch extrem stark, wie ich Ja, finde. ich weiß. Die haben eine riesige Reichweite und Genau. schießen unglaublich schnell. Und da wäre halt die Hoffnung, dass ja schon die Kavallerie was anrichten kann. Weil was soll ich sonst gegen die Bogenschützen ausrichten? Da Ja, komme ich aber mit die Infanterie nicht weit. Bogenschützen packe ich natürlich immer zur Infanterielinie. Und sie sind halt für dich erstmal unsichtbar. Das heißt also, Ja. selbst wenn es jetzt mal sein könnte, dass du sie jetzt bei meiner Infanterie suchst, es könnte sein, dass sie da gar nicht sind. Oh Mann. Unschön. Ja, ich weiß. Oh, okay. Das ist natürlich unglücklich. Das fehlt eigentlich ehrlich gesagt ganz, ganz kurz, um das mal noch zu bringen, dass es eine Möglichkeit gäbe mit Agenten, die quasi also andere Armeen ausspähen, innerhalb einer Schlacht dich wissen zu lassen, wo so vermeintlich getarnte Einheiten sind. Also weißt du, so ein Effekt, der auf der Kampagnenkarte hergestellt wird, der dir dann aber in der Schlacht zur Güte gestellt wird. So zum Beispiel, dass die Aufklärungsreichweite von versteckten Einheiten deutlich größer ist. Oder dass der Gegner, der versteckte Einheiten hat, glaubt, sie wären versteckt, aber weil du diese Aufklärungsaktion erfolgreich durchgeführt hast, weiß er nicht, dass der andere in Wahrheit weiß, wo die sind. You know what I mean? Ja, verstehe. Das wäre meiner Meinung nach noch echt spannend. Können ja mal die Leute in den Kommentaren gerne diskutieren, was sie davon halten. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was Gaius tut. Bis jetzt hat er noch nichts getan. Noch nicht wirklich viel. Ist eigentlich voll der Krieg der Königinnen, ne? Das ist richtig, ja. Und ich ziehe mich jetzt hier auf jeden Fall mal zurück. Denn wie Das du ist, ja. siehst, das werde ich nicht halten können. Das war auf jeden Fall schon mal alles andere als unclever. Das jetzt eine doppelte Verneinung? Ja, das mache ich gerne. So. Und ich glaube, eine andere Sache hast du noch gar nicht mitbekommen. Die wirst du wahrscheinlich erst mitbekommen, wenn du wieder am Zug bist. Was machen wir jetzt Feines? Ich habe ja noch ein bisschen Geld übrig. Doch, doch, ich sehe schon, was du gemacht hast. Du hast die Nervier gegen mich in den Krieg gerufen. Das ist richtig. Aber wahrscheinlich wird das gar nicht so viel bringen, wie ich mir erhofft habe. Aber vielleicht ist es wenigstens in irgendeiner Form eine Ablenkung. Oder es spielt dir in die Karten, weil du das ja sowieso vorhattest. Das kommt jetzt halt drauf an, ob du die jetzt hier alleine lässt, um zu entkommen, oder ob du aktiv mitkämpfst in der Hoffnung, dass sie mir Druck machen können, ne? Das ist die Frage, das ist richtig. So, wir nehmen ihn jetzt hier als neuen General. Nicht schon wieder einen von den Ekenern, sonst stirbt der auch. Ich würde ihn in Kinabum rekrutieren, das lohnt sich bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir mal auch sofort. So. Das kann nur gut enden. Ja, aber hallo, natürlich. So. Und den bitte als heroische Adlige rekrutieren. Aber halten wir mal fest, dass das. Also auf jeden Fall hast du die richtigen Typen jetzt hier quasi in den Krieg gerufen gegen Ja. mich. Das ist jetzt etwas, was mich definitiv unter Druck setzen kann. Immerhin. Immerhin mal hier das ein oder andere richtig gemacht. Das finde ich schon mal super. Es ist Kommt jetzt echt aber ein. auch drauf an, was die machen, ne? Ja, das kann ich halt jetzt schlecht einschätzen. Das wird sich zeigen. Das ist halt KI. So, mein Problem ist noch ein bisschen. Ich habe nichts Gutes irgendwie im Fernkampf, ne? Das gefällt mir nicht. Ja, dafür hast du halt Streitwägen, ne?
Ja, das Problem ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass du weißt, wie man die gut kontern kann. Deswegen dachte ich, setze ich da nicht so sehr drauf auf die Streitfäden. Also im Gegensatz zu A Total War Saga Troy drauf schießen, dann ist es tot. Ja, deswegen war es mir schon fast klar, dass du das weißt. Deswegen habe ich mir gedacht, ah, da ist dein Micro auch besser als meins. Und ich glaube, das wäre ja eine Fehlinvestition. Ich glaube, ich werde lieber stärker einfach auf meine Außerwelten-Schwertbande setzen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Gut, Fernkämpfer werde ich nichts Gutes hinbekommen. Das ist die Frage, ob sich überhaupt, ja doch, ein paar Fernkämpfer brauche ich schon in der Armee. Das ist halt dann der billige Teil der Armee, sage ich jetzt mal. Aber irgendwas in der Hinsicht brauche ich ja, das ist klar. Ah, jetzt kann ich mir die Balliste nicht mehr leisten. Okay. Gut. Ach so, ja, ich habe ja immer noch meine Flotte. Wo ist denn die jetzt überhaupt gelandet? Wartet mal, die kann ich doch hier über. Wo bin ich denn hier unterwegs? Das ist der falsche, auch der falsche. Hier, Argonas Rache. Pergamon. Wen haben wir denn jetzt hier noch alles? Wen kann ich denn jetzt hier noch von Fällen überzeugen? Zypern. Du wollen Felle kaufen, Zypern? Na komm her. Handelsabkommen? Echtes Druidenhaar, jetzt im Dutzend billiger. Was ist mit Rhodos? Habe ich nicht. Nee, Rhodos habe ich doch, glaube ich, schon mal Willkommen. gefragt, oder? Ich Doch, moderat. Oh. öffne euch und Na, wieso haben die jetzt abgelehnt? Was ist denn da los? Aber moderat, da bleibe ich erwartet dahinter. Da bin ich auch mal verträgliche bereit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, weil ich habe noch exakt 100 Gold. Die biete ich an, aber leider lehnen sie ab. Schade. Aber das merken wir uns. Rhodos ist eventuell verhandlungsbereit. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja. Ja, ich hätte halt wahrscheinlich wirklich mit allen. Aber ich glaube, selbst wenn ich mit drei Armeen zusammen gewesen wäre, du hättest ja auch alle Armeen zusammengezogen und hättest mehr als ich gehabt. Ja, Deswegen. ich hätte halt einfach diese halbe mehr gehabt, auf jeden Ja, Fall. genau, das hätte sich dann nicht gelohnt. Ich hatte halt schon die ganze Zeit diese drei Armeen und mein Problem war ja der Unterhalt und ich wollte irgendwas mit denen machen, weil sonst kosten die mich einfach nur sinnlos und ich hätte auch Geld ansparen können. Habe ich dann leider Aber nicht gemacht. Tipp von mir, es hätte wahrscheinlich doch mehr gebracht, weil wenn du die alle drei an derselben Stelle da so bei Kenabum gebracht hättest, ich hätte jetzt noch nicht angreifen können. Ja, das ist auch richtig. Aber ich Denn das dachte halt, Komische an der ja. Stelle ist, da wo dein Agent steht bei Limonum, also vor Kenabum, Ja, kannst du da nicht ist im durch? Wald irgendwie so eine komische, dass man da nicht einfach so durchlaufen kann. Ja, ich hab's mir noch gedacht, du hast das ja schon mal angesprochen gehabt, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich wollte es nicht riskieren. Das macht die Sache auf jeden Fall kniffliger. Ja, das ist ja schon mal gut, wenn es die Sache kniffliger macht, würde ich behaupten. Mir fällt auf, ich hätte auch noch was anderes machen können, aber jetzt ist es zu spät. Das wäre sogar fast cleverer gewesen. Naja. Es ist immer gut, dass du das hinterher Ja, erkennst. das ist immer gut, wenn man sowas hinterher erkennt. Vor allem hinterher. Was wollte ich jetzt noch? Das hier wollte ich nochmal Ich fragen. heiße euch willkommen. Und Mögen Zeus und zwar, alle wie sieht's Götter denn da unser so Treffen mit aus? einem Lächeln Nee, bedecken. habe ich mir fast gedacht. Okay. Gut. Ich habe kein Geld mehr, viel mehr kann ich nicht machen und Diplomaten kann ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Ah, hier kann ich noch was machen, okay. Und da kann ich auch noch was machen. Forschungsrate hört sich auch gut an. Und der Kollege kann auch noch was machen. Mehr öffentliche Ordnung oder mehr Moral? Das ist, glaube ich, ein General, richtig? Ach, das ist mein Admiral. Ja, das bringt mir ja gar nichts. Das ist ja nur mein Erkunder. Der ist ja völlig witzlos. Ja, komm, machen wir das. Okay, dann bist du an der Reihe. Gut, na, beziehungsweise erstmal die KI. Bin ich Richtig, gespannt, erstmal die ob die KI was und ich machen. hoffe sehr. Ich bin jetzt echt gespannt, was die Nervier so machen werden. Wahrscheinlich bieten sie dir jetzt einen Frieden an. Ja! Machen sie das? Ja, und sie bezahlen sogar dafür. Oh, wow. Das sind Helden. Das sind einfach nur Helden, diese Nervier. Okay, ich habe ein Ziel. Alle Raketen bitte drauf ausrichten und abfeuern! Unfassbar. Er weiß, die haben von der Schlacht gehört und haben gesagt, was? Mit denen wollen wir zusammen kämpfen? Scheiße, wir hatten den Deal gemacht. Oh Mann, das ist jetzt echt ungünstig. Und jetzt wollen immer mehr Leute nicht Angriffspakt mit mir. Das entwickelt sich nicht gut, liebe Zuschauer. Das war Ja, die irgendwie meine Galäk. letzte Hoffnung gerade, die Nervier, dass die dich ein bisschen beschäftigen. Die Galäker wollen einen militärischen Zugang, ja. Oh Mann. Die Räter wollen einen Nicht-Angriffspakt, ja. Oh Gott. Die auch. Wer seid ihr denn? Keine Ahnung, aber
Da sage ich mal auch nicht nein. Also, ich habe gerade eben so 4, 5 Nicht-Angriffspakte gemacht mit Ja, direkten Nachbarn. das sieht recht gut für dich aus. So, ein Kind ist gestorben. Schade. Jetzt machen wir einfach Folgendes. Das da. Dann. Warte mal, wie weit kommst du eigentlich, wenn ich das jetzt hier mache? Gar nicht so weit. Ist ja gar nicht so gut. Also ich würde aber mal sagen, das kann ich berechnen, ne? Das ist Das ist witzlos. richtig. So. Dann machen wir einfach mal die Schutzstellung und dann haben wir es auch schon wieder. Ach so, ja. Da Wow, ist mein. 30 Leute hast du verloren. Jetzt bist du immerhin unter 5000. Buja. Oh Mann. Ich habe auch noch überlegt, ob ich deine Gebäude zerstöre, aber ich dachte, das wäre zu. Ah, nee. Das ist ziemlich exploity Ja, deswegen, eigentlich. das wollte ich dann nicht machen. Da wollte ich, wenn dann, ehrenhaft verlieren, bevor ich solche Methoden hier, verbrannte Erde und so weiter, wie die Russen verwende. Nein. Sag mal, du hast aber auch bei deiner Flucht gerade eben ein Glück, ne? Wieso? Naja, ich habe schon beim zweiten Mal jetzt hier und beim zweiten Mal war es bei 70% es nicht geschafft, deine Armee am Weglaufen zu Ah, hindern. da habe ich aber Glück gehabt, ja. Na? Dann habe ich aber Glück gehabt. Ein kleiner Lucky Bastard. Das gefällt mir gar nicht, dass ich Okay. so deine ganzen Armeen auf einer Horde sehe. Und der Punkt ist halt der, ne? Es gibt für mich jetzt einfach keinen Grund, jetzt nicht dich zu verfolgen. Ich weiß. Artebraten wollen auf einmal mit mir handeln. Ja, natürlich. Was auch sonst. Kann ich eventuell Ach, sie wir hätten dazu einfach noch länger auf der Insel überzeugen? bleiben sollen, Leute. Ich hätte einfach meine Armeen auflösen sollen, außer vielleicht eine, ordentlich Geld scheffeln und dann im richtigen Moment. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Ich hatte halt die Hoffnung tatsächlich, dass du in der Bretagne nichts hast, dass ich relativ schnell zwei Provinzen erobere, dass ich mit der einen Armee dann nach Kenabung kann und dann dort halt der Stellungskrieg beginnt. Und dass ich dir dann damit halt schon mal zwei Provinzen abgenommen habe. Das war so der ursprüngliche Plan gewesen. Ich hatte übrigens eher Tja. den Verdacht, dass du über das Gebiet der Nervier marschierst, um in also in Londinium einzufallen, also in meine Hauptstadt. Nee, ich wäre eigentlich, mein ursprünglicher Plan war, mit eine Flotte aufzubauen und dann von der Bretagne aus dir da erstmal deine ganzen Siedlungen mit Häfen zu harassen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch deine Flotte gesehen. Ich wollte auch ursprünglich länger warten und mit der einen Armee von unten die Bretagne direkt angreifen, diese Siedlung. Dann habe ich schon deine Flotte gesehen und habe mir gedacht, nee, das darf ich jetzt nicht machen, weil du brauchst nur irgendwie 5, 6 Schiffe und das reicht schon, um meine ganze Armee zu vernichten, die auf dem Wasser ist. Das wollte ich dann nicht riskieren. Dann bin ich gleich gelandet. Aber auch das war nicht so gut, wie wir gesehen haben. So, ich bekomme jetzt hier immer mehr Handelsmöglichkeiten jetzt sogar noch. Die Nervier Das ist finden so ein immer noch, dass ich Schneeballeffekt, meiner doof Erfahrung bin. nach. Aber vielleicht sind die ja schlau jetzt. Na, ist mir egal. Die Nervier können mir nicht das Wasser reichen. So. Dann würde ich sagen, gucken wir da noch schnell rein. Vielleicht erklären sie dir ja doch noch mal von selbst den Krieg. Das ist jetzt Ich noch schicke eine jetzt mal Hoffnung. einen Diplomaten zu Thalia. Was macht die hier? Ach, den kann ich auch noch irgendwo hinschicken. Habe ich vielleicht Glück und bekomme in der nächsten Runde 10.000 Gold. Das wäre das Krasseste, was passieren kann. So, du bist dran. Das wäre krass, das stimmt. Ach nee, warte mal. Noch bin ich noch nicht. Ich habe noch eine Fähigkeit, die ich vergeben muss. Hast du es jetzt Genau. eigentlich geschafft, mit deiner einen Armee über den Wald da, also zur Genabung, da durchzumarschieren oder musstest du außen rumlaufen? Ich konnte da vorbeilaufen, Doch, aber okay. es ging halt echt nicht weiter als jetzt bis da, wo die stehen, ne? Also das war interessant.
Okay. Da ist halt noch ein Fluss und ich glaube, der Fluss ist da das. Also du stehst halt irgendwie auf dieser Brücke. Ja. Und deswegen müssen meine Leute über den Fluss. Und das ist irgendwie. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde das irgendwie schwach programmiert. Weil, ganz im Ernst, das ist halt ein scheiß Agent, als ob meine Das Armeen sich davon. ist Weißt du, ich würde richtig. rausgehen, hey, das ist ein Britannier. Okay, werft ihn in selbigen Auf Fluss. keinen Fall, genau. So, es ist halt einfach schräg, um es mal so zu Ja. sagen. Wenn ihr um Almosen betteln wollt, sprecht mit meinem Majordom. So, was machen wir jetzt hier? Das sieht echt ungünstig aus, Leute. Die gute Nachricht ist, dass Nee. du sogar noch nicht mal ins Wasser gehen kannst, ohne in den Marschmodus zu gehen, und dann bist du hier wieder runter. Ja. Ja, es sieht gut für dich aus. Das ist mir bewusst. Ihr seid willkommen. Doch meine Was ist denn damit zum Vorfahren und mein Beispiel? Volk erwarten, dass ihr. Wieso? Ich fürchte, wir müssen Was habt ihr denn weiter da dagegen? diskutieren. Ich warte immer noch auf Komm, ich habe auch ein Worte, bisschen was die für den euch. Bedürfnissen meines Volkes genügen. Immer noch nicht. Dies macht mir Aber du hast dich große übrigens richtig Freude. entschieden mit dem Gegen diesen Beibringen, dass du Irrtum da einzuwenden tatsächlich, für meine also ich Truppen. kann es dir ja kurz mal verraten, ich hatte so die Vermutung, dass du in Kinabum dich einigelst mit einer Armee in Kinabum, die andere draußen in die Schutzstellung stellst, und das wäre ein Fehler gewesen. Meine Zuschauer wissen warum. Mehr verrate ich Es nicht. reicht eigentlich schon deine Bogenschützenarmee, dass ich mich nirgendwo einigeln kann. Nein, 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 das hat eine Ach so. metastrategische Begründung. Wirklich? Okay. Ja. Ich kann mit einer Armee Kenabum belagern und mit der anderen draußen dann deine draußen stehende Armee angreifen, dann ist die allein. Ah, okay, ja, verstehe. Ja. Das macht die KI auch ständig in Total War Warhammer. Hier nicht so sehr, aber hier funktioniert das genauso. Und dann stehe ich dann jedes Mal mit drei Armeen gegen eine Armee und dann ist der Witz eigentlich schon vorbei. Das ist jetzt halt hier echt wirklich sehr unglücklich. Und ich weiß nicht, wie weit. Nee, ich sehe doch deinen Radius, ne? Ah, verdammt. Ah, naja, wobei. Wie ist das jetzt nochmal? Ich merke mir das immer nicht, wenn man aufs See geht. Das kostet, wenn du keinen Hafen hast, auf jeden Fall ordentlich Bewegung. Okay, du hättest eine Armee, aber die kommt nicht ganz bis zu dem Strand, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht. Vielleicht aber auch doch. Gut, die anderen Armeen auf keinen Fall, wenn ich das sehe, hoffe ich mal. Ich meine, wie war das mit Gewaltmarsch? Aber dann sind deine Einheiten ja deutlich schwächer. Ich bin aber die ganze Aber Zeit ich habe noch. mehr. Ja, aber du kannst ja. Ach so, mit allen drei Einheiten Gewaltmarsch. Stimmt, das könnte reichen. Das ist richtig. Ja, Mann, das war jetzt echt eine schwere Entscheidung zum Ende hin, Leute. Also bei Weil. der Schlacht, die wir in der letzten Folge geschlagen haben, die kleine Armee hat auch im Gewaltmarsch gekämpft und hat dann die Reiter geschlagen. Ach, die war im Gewaltmarsch, okay. Die war im Gewaltmarsch, die waren alle müde, haben aber die ganzen Flankierungen durchgeführt. Ja. Guter edler Warte Freund, mal. welche eine Ehre ihr uns erweist. Wir haben doch hier noch Kommt gute und Beziehungen, sprecht, oder? auf dass die Geister eure Worte hören Aber das wird können. sich wahrscheinlich, wird sich nicht, nee. Oder nehme ich das einfach mal in Kauf? Was ist denn jetzt hier mit euch zum Segne Beispiel? uns, Herr Das würde mich Mesnil, nochmal mit Zucht, interessieren. damit wir durch gute Das Gespräche würde zu mich einer nochmal Einigung gelangen. interessieren. Nee. Fast gedacht. Bevor ich es aber vergesse, wollte ich doch nochmal bei Rhodos Ich bin wenigstens beehrt, mir ein eure Handelsabkommen Botschaft zu erhalten holen. und werde euch Ihr nicht in merkt den schon, Rhododendron kaufen. ja. Die gibt es angeblich nur dort. Ich zögere ein bisschen die Entscheidung meiner Armeen hinaus, was ich mit denen mache. Ich habe so zwei Optionen, die ich mir überlegt habe. Ach doch, wartet mal. Das könnten wir mal probieren. Willkommen! Wir werden Genau, reden und dann ja, bitte. speisen. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Gut, okay, dann machen wir doch mal Folgendes. Da ist doch überall ein Fluss, wenn ich das richtig sehe. Ja, gut. Gut. Jetzt lass mich mal gucken. Ja, ich lasse sie gucken.
Kein Problem. Ah, das ist jetzt echt. Naja, wobei schwierig, kommen wir da hoch. Nee, ich glaube, wir müssen die sichere Variante spielen, würde ich sagen. Wir spielen mal die sicherere Variante. Ja, sorry. Tut mir leid, dass ich Also. das so anklopfen muss und dass ihr mich jetzt hasst und mir wahrscheinlich den Krieg erklärt. Also ich hoffe ja jetzt wirklich, dass sie diesen Krieg deswegen Ja, erklären. machen sie wahrscheinlich auch. Das macht die Sache jetzt echt spannend. Wir haben jetzt aber nicht Angriffspakt gerade geschlossen. Ja, Finde aber du ich hast ja gut. trotzdem. Aber sie hassen dich ja trotzdem. Aber ich möchte mal nur mal betonen, ne? Also mir hat ja neulich auch mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Let's Willkommen, Play das würdiger war. Freund. War Lass das nicht uns sogar hier? aufbrechen Oder und irgendwo hat mir gemeinsam sofort die Tee KI und den Krieg Torte erklärt, obwohl ich in der Runde davor bestellen. nicht Angriffspakt mit ihr geschlossen hatte. Ach, wirklich? Okay. Naja. Das hatte ich so auch noch nicht erlebt. Wieso? Ich weiß aber gerade eben nicht mehr, welches Total War das war. Wieso wollen die das hier nicht, Freunde? Was ist Ich denn glaube, es war das? aber hier. Ich glaube, das war am Anfang Wollen mit nicht. Bibrakte. Okay, das kann natürlich sein. So, aber wir haben jetzt noch Gold, das heißt, wir machen jetzt hier natürlich noch schön was in der Heimat, dass wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen und natürlich neue frische Truppen. Dass wir uns hier auch wieder gut verteidigen können, das ist doch ganz wichtig. So, dann werden die bitte rekrutiert. Du kannst verteidigen, ich werde vereidigen. Und zwar jede Menge Krieger, Eidgeschworene. Machen wir das jetzt mal trotzdem damit. Bei 150 kosten die. Wobei, das Ja. werde ich gar nicht machen, Leute. Die sind mir momentan noch zu teuer. Ich fand bloß, es passt wunderbar, ist gerade zum Spruch von Gaius. Ja, Aber ich richtig. kann sie schon ausheben, ne? Also ich kann die Eidgeschworenen schon als reguläre Ah, Truppen das ist doch schön, das freut mich. Okay, haben. bin ich, ja doch, ich habe glaube ich jetzt kein Geld mehr, um irgendwas noch machen zu können. Ist das so? Ja. Gut, ich wäre fertig mit meiner Runde, soll ich nochmal abgeben an dich? Ja, gib nochmal ab. Ich hätte ganz, ganz gerne noch was getan in dieser Dann gebe ich Folge. nochmal ab an dich. Ach ja, meine Flotte, die vergesse ich jedes Mal. Tyros hat sie mittlerweile erreicht. Selbst wenn die Ikener untergehen, wir werden als die größten Entdecker unserer Geschichte eingehen. Nicht, wenn ich in deine Hauptstadt komme, dann werde ich alles verbrennen. Du meinst alle Aufzeichnungen über unsere Entdeckungen im Genau. Mittelmeer, in Dann setze ich einfach Tyros. meinen Namen drunter, Genau. weißt du? Das. Einfach quasi Betriebsdiebstahl quasi begehen. So. So, das hat super funktioniert. Das ist schon mal nicht gut, wenn irgendwas bei dir funktioniert. Ich meine, immerhin, wir hatten eine Runde Knabum und haben ein Ey, bisschen Gold dreimal. bekommen. Also du hast so ein Glück, weißt du das? Ach, dein Ist es. Spion. Ja, den habe ich übrigens vorhin auch gesehen. Das dritte Mal, dass es nicht klappt. Hoffe mal, dass es dabei bleibt, dass es nicht klappt, ne? Ja, das kann man so oder so sehen. Muss ich gerade mal gucken. Ich muss gerade mal was Diplomatisches noch checken mit Oh den nein. nervigen Nervieren. Bitte nicht. Ich ahne Schlimmes. Okay. Das ist sehr, sehr gut. Nein, das ist nicht gut. Was auch immer es ist. Die Nervier können mir gerade eben gar keinen Krieg erklären, weil Zwangsfriede. Ach so, ich verstehe. Ja, das ist schlecht. Das kann man aus ihrer Sicht als schlecht ansehen. Das ist absolut korrekt. Hast du jetzt auch diesen Zwangsfrieden? Ja, der geht in. Also sag mal so, was heißt Zwangsfriede? Also man kann schon, aber Diese neuen Runden, oder? ich bezweifle, dass die KI in der jetzigen Phase sich das trauen würde. Ja. Das ist das, Wahrscheinlich nicht. was ich damit sagen will. Gut für dich. Das ist richtig. So, und jetzt kann ich noch mal ein paar Truppen rekrutieren. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe noch eine Idee, die muss ich mir, da muss ich auch dran denken, bis zum nächsten Mal. Ich versuche es mir mal intern zu vermerken, liebe Zuschauer. Das ist so das Einzige, was mir jetzt gerade noch an einer klugen Idee einfällt,
die uns aus dieser Situation noch ein bisschen Erfolg bringen kann. Ich schreibe sie mir am besten auf. Dass ich die bloß nicht vergesse. Das müsste passen. Dann habe ich hier eine Dreiviertelarmee. Okay, ja. Und das müsste ich mir sogar noch leisten können. Okay, leider kann ich mir ja immer noch keine weiteren Agenten leisten. Zum Glück. Ach ja, dann gucken wir nochmal in die Diplomatie am Ende der Folge rein. Die Adepraten. Aha. Das ist spannend. Was ist spannend? Du gehst durch das Land der Adepraten gerade eben durch, ne? Nein, das ist Gebiet der Nervier. Okay, dann muss ich gleich nochmal gucken, habe ich mich irgendwie verguckt. Ah, schade, da sagen sie nö. Puh, Glück gehabt. Aber das ist mir egal, ich schenke ihnen einfach den militärischen Zugang. Das so verbessert die Beziehungen. Na, wir hassen mich immer noch. Ich hoffe, das bleibt so. Das ist das einzige Hoffnungszeichen, was ich noch habe, weil es eine starke Fraktion ist. Aber wieso haben die gleich wieder Frieden mit dir geschlossen? Die hätten jetzt so schön die Situation ausnutzen können. Die hätten in den Alpen einfallen können. Hätten dir Bibrakte noch abnehmen können, aber nein. Soll ich mal nachgucken? Ich bin mir ziemlich sicher, ich find's raus. Was meinst du? Weil die hätten dadurch einen Zwei-Fronten-Krieg mit den Markomannen. Ah, aber die haben doch nur noch eine Siedlung, dachte ich, diese Markomannen. Ja, aber das ist halt die Frage, was das für eine Siedlung ist. Ja, das stimmt. Ich will gerade eben mal gucken, ob ich die hier konföderieren kann. Ja. Was? Wen möchtest du konföderieren noch zum Ende der Folge? Ach, geht nicht. Egal. Niemand. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und tschüss.